Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Ich habe was für dich. Ja. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Ein Weg nach unten? Nein. Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme. Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Ah!
Lena. Möge der Strom ruhig sein. In die Mauer. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse Dämonen. Wem sagst du das? Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Ist ein großes Gebäude. Ja. Hinter uns, in der Dämon. Thank you.
weiter runter. Wir sind fast draußen. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Etwa, ja. Ich habe gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon ihn gefoltert? Lev, lass uns erstmal von hier verschwinden. Ah!
Hinter dir! Wir haben es geschafft. Der große Dämon ist tot. Ja, ist er. Na los. Auf geht's. Verdammtes Gebäude. Oh ja. Die Maske abnehmen. Danke. Das Krankenhaus. Wer ist das? Wir haben es geschafft. Haben wir. Gehst du nicht. Aber warum? Weil sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja.
Eindringling? Ich bin ein Wolf. Nicht schießen. Ich bin's. Abby. Abby? Es ist Abby. Scheiße. Ist sie allein? Tor aufmachen. Hey, Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Räumt ihr hier immer noch auf? Jep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja. Hey. Abby. Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was ein Akt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo... Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber... Es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Moment. Alles okay. Also...
Und was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Dein Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja. Trauma, intensiv. Dann mal los. Sie hatten keine Ahnung, was ihnen blüht. Sieht gar nicht so schlimm aus. Zu. Nee, auch zu einfach. Okay, dann Trauma oder Chirurgie. Dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein. Ihr habt euch gut gewehrt. Okay, das ist zu viel.
Du brauchst Stroh. Komm schon, gib mir irgendwas. Nada. Hier muss doch irgendwas sein. Nur reingerannt. Scheiße, was ist das? Gut, dann also zum Operationssaal. Gut. Alles klar. Du brauchst auch Strom. Es klingt, als ob sie immer noch hier rumkriechen. Neff wäre jetzt eine Hilfe. Oder Manny. Ja, Manny. Manny wäre großartig.
sollte die Sache erleichtern. Wo sind die scheiß medizinischen Vorräte? Was hier ist. Verdammter Mist! Lass einen Krankenwagen im Parkhaus sein. Wer war das? Keine Panik. Hol das Zeug und nichts wie raus hier. Vielleicht gibt's was zu feiern. Shut up!
Okay. Ja, gut.